und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, wo ich mal an die Pflegekräfte unter euch, ich bin ja nicht der Einzige, der hier in der Pflege arbeitet, sondern es sind ja auch einige von euch dabei, die auch in der Pflege arbeiten. Habt ihr im Moment auch das Problem, dass auffallend häufig Kolleginnen und Kollegen verhältnismäßig lange ausfallen in letzter Zeit? Also ich finde, das ist auffallend geworden bei uns. Betrifft jetzt nicht nur das Unternehmen, in dem ich arbeite, sondern es betrifft wirklich einige, die ja so in meinem Freundesbekanntenkreis, die in anderen Unternehmen sind. Immer wieder, Leute fallen aus, auch länger aus, teilweise mit ja, nicht definierten oder nicht definierbaren Erkrankungsbildern, was ich persönlich ehrlich gesagt extremst merkwürdig finde. Und wie gesagt, das hat jetzt so vor 3 Monaten ungefähr angefangen. Also vor 3 Monaten hatten wir die ersten Fälle gehabt. Ich will jetzt keinen Zusammenhang darstellen oder ähnliches, nein. Und was mir auch auffällt, dass man in letzter Zeit immer mehr hört, dass Kolleginnen und Kollegen kündigen oder sich kündigen lassen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei euch in den Unternehmen ist oder bei den Leuten, mit denen ihr Kontakt habt, die in der Pflege arbeiten. Aber das ist jetzt natürlich im Moment eine Situation, die durchaus dazu führen könnte, dass es also in nächster Zeit zu einer Verschlechterung der Pflegesituation kommt und natürlich auch der Versorgungssicherheit für die Menschen, die betroffen sind. Wie gesagt, ich persönlich finde es sehr auffällig und auch sehr schade, weil wirklich da teilweise vom Hörensagen her sehr gute Kräfte dabei waren, die jetzt gekündigt haben. Und ja, wie gesagt, also es würde mich auch interessieren, ob das jetzt hier nur ja, jetzt einfach so ein Schlag ist, der sich hier bei uns in der Ecke auftut oder bei den Leuten auftut, mit denen ich Kontakt habe, oder ob das ein deutschlandweit sich ausbreitendes Phänomen ist. Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich denke mal, auch das Video werde ich auf beiden Kanälen veröffentlichen, also sowohl auf Menschen weigert euch als auch auf Mike der Altenpfleger. Für die, die den Kanal noch nicht haben, würde ich bitten, dass ihr den Kanal Mike der Altenpfleger auch abonniert. Das ist mein Ersatzkanal für Menschen weigert euch. Und es wäre natürlich gut, wenn da viele von euch dann auch auf den Kanal zurückgreifen könnten, falls diesen Kanal hier, also falls Menschen weigert euch wirklich eine Sperrung, eine Sperrung passiert oder andere Sachen. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, in dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt, wie die Situation bei euch ist, ob ihr ähnliche Beobachtungen macht oder nicht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.